Also, was machen Sachen? Ja, wie ihr seht, mal ein Fan der anderen Weise. Es wird mal nichts gezeichnet. Ich habe ja den ein oder anderen YouTuber, den ich gerne schaue, doch schon mal bildlich verewigt. Dachte ich mir, okay, ich mache mal was anderes. Ich mache mal was in 3D. Zum einen, weil ich jetzt halt wesentlich besser im Blender geworden bin und einfach mal was anderes machen wollte. Einfach um ja mein Können ein bisschen auszuarbeiten. Alle, die sich so ein bisschen mit 3D-Modellieren auskennen, gerade im Organischen, bitte seht das wirklich als Übung da. Ich weiß, die Topologie gerade im Gesicht stimmt halt so gar nicht. Ich weiß theoretisch, wie es aussehen sollte, dass es funktioniert. Aber ich war damit überfordert, wie ich es so hinkriege. Bin gerne über Tipps dankbar. Wie gesagt, normalerweise mache ich halt fast nur Hard Surface. Ich habe ein paar Pflanzen gemacht, aber die funktionieren ja wieder anders, wie alles andere. Ist halt sehr schwierig, finde ich jetzt persönlich, von Hard Surface auf organische Sachen umzumodellieren. Und gerade Gesichter haben ja ihre eigene, ja, Art und Weise, wie man sie modellieren sollte, wie man sie erstellen sollte, dass halt Mimik funktioniert. Ich bin aber darüber übergegangen, halt auch keinen Mund rein zu modellieren. Ich habe ihn dann einfach gezeichnet, wie ihr im Laufe des Videos sehen werdet. Mein Versuch, einen Mund da irgendwie reinzubasteln, werdet ihr sehen, den habe ich jetzt einfach mal drinnen gelassen. Einfach mal, warum auch nicht? Habt gefehlt. Vielleicht könnt ihr daraus lernen, dass man es halt nicht so macht. Ich sollte mir vielleicht ein paar Tutorials ansehen, wie man halt das hinkriegt. So wie ich es gemacht habe, geht es nicht gut. Geht bestimmt auch, aber ist wahrscheinlich einfach viel mehr Aufwand, wie man eigentlich bräuchte. Es gibt bestimmt andere Wege. Ja, ich nutze ja nicht ohne Grund ReWorld Studio im Moment für die Charaktere. Da ist das jetzt alles schon vorgefertigt. Die Topologie stimmt, Blendfaces stimmen. Es ist gerigged, das ist great painted, alles das, was ich halt nicht kann, weil ich es halt einfach nicht oft mache, weil meine Stärken halt woanders liegen. Sind da schon fertig. Und halt, ich nutze das Programm einfach gerne. Und werde da jetzt auch ein bisschen mehr mich dahinter setzen, dass ich in ReWorld Studio mehr machen kann. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Ich bin schon wieder abgeschweift. Ich habe irgendwie keinen roten Faden. Also zurück. Also jetzt zurück zu dem Modell. Ja, die paar Leute, die sich auf meinen kleinen Kanal jetzt momentan verirrt haben, die wissen wahrscheinlich alle, wer Mimi ist. Falls nicht, hier eine kurze Erklärung. Also, wie der eine oder andere jetzt schon wissen sollte, Mimi ist ein YouTuber. Ich glaube, das hatten wir schon. Wie gesagt, schaue ich ihn halt sehr gerne. Gerade die Payback-Videos von ihm fand ich doch sehr lustig und amüsant, einfach zu sehen, wie viel Bockmist ein einzelner Mensch so alles verzapfen kann. Wem die Paybacks jetzt nicht sagen, in Kurzfassung, Mimi hat einfach aufgezeigt, welche, ja, Fake-Pranks Leon Mascher so alles verzapft hat. Dann gab es halt noch die Aktion mit ApoRed. Ich weiß jetzt nicht, ich glaube, ich bräuchte dazu eigentlich nicht viel erzählen. Da gibt es halt Leute, die das halt wesentlich besser können und gemacht haben als ich. Ich verlinke euch einfach ein paar Videos in die Beschreibung. Ich will jetzt halt einfach nicht zu viel sagen, weil ich einfach nur Leuten den Mund daher blabber. Ich glaube, das ist jetzt nicht so sinnvoll, wenn man einfach alles das wiederholt, was eh schon gesagt wird. Ja, also Mimi macht halt überwiegend Satire-Videos oder hat das zumindest gemacht bis ja, Ende Januar war das, glaube ich, oder Anfang Februar. So genau habe ich das Datum nicht im Kopf. Aber irgendwann da um den Dreh wurden Mimis beide Kanäle gesperrt von YouTube. Ohne große Vorwarnung, ohne irgendwas, ohne Strike, sondern einfach wupp und weg. YouTube hat sich danach auch mehrere Wochen lang nicht gemeldet, warum jetzt eigentlich gesperrt worden ist. Erst, ja, wann war das? Mitte Februar, Ende Mitte Februar sowas rum, kam die Antwort von YouTube, ja, wir haben die Kanäle gesperrt, weil du hast dich unseren Regeln widersetzt. Soweit so gut. Man kann ja schon verstehen, dass YouTube sagt, okay, Leute, die sich nicht an die Regeln halten, die wollen wir bestrafen. Ergo, wir drücken ihnen einen Strike rein, damit verdienen sie weniger Geld. Das ist so die Bestrafung, du benimmst dich Kacke, du kriegst keine Kohle. Das ist jetzt so ganz simpel das, was ich denke, woher der Sinn dahinter steckt zwischen Strikes und so weiter. Ich kann mich halt auch irren, aber es ist halt so für mich der logische Schluss. Du benimmst dich Kacke, du kriegst weniger Kohle. Macht schon Sinn, das tut dem einen oder anderen wahrscheinlich echt weh. So kommen wir nun zu dem Punkt, den ich halt nicht mehr verstehe. Der Grund, den YouTube angibt, warum Mimi jetzt gelöscht worden ist, oder halt seine Kanäle. Mimi existiert ja zum Glück noch, nur halt nicht mehr auf YouTube. Er darf auch keine weiteren Kanäle mehr auf YouTube aufmachen, weil sobald ein Kanal gesperrt worden ist, darf man halt nie wieder persönlich einen Kanal machen. Die Regel finde ich halt auch übertrieben, aber sie ist halt da. Es geht um Folgendes. Mimi hatte vor mehreren Monaten einen Strike. Zu dem Zeitpunkt hat Leon Mascher wieder ein Video hochgeladen und wollte seinen Namen halt reinwaschen und hat halt noch mehr Bullshit geredet.
Mimi wollte das halt nicht so stehen lassen und aufklären, wollte halt aber nicht mehr die 2 Wochen oder ja, knapp 2 Wochen oder sowas waren's, abwarten, um dann ein Video hochzuladen. Also hat er sich gedacht, ich mache einen Zweitkanal auf, der halt keine Views hatte, weil der ist jetzt neu. Der ist nur für dieses Video da, um einfach aufzuklären, ja, das ist ja noch mehr Mist. Das stimmt ja gar nicht, was alles gesagt wurde. Mehr war da nicht dahinter. Theoretisch hat er ja die Strafe nicht umgangen. Er hat ja kein Geld damit verdient. Ihm hat das eigentlich nichts gebracht, außer Leute aufzuklären. Was ich jetzt halt an für sich nicht so schlimm finde. Und wenn man es ganz grob nimmt, hat er ja theoretisch auch nicht gegen die Strafe verstoßen, weil es geht ja bei einem Strike meiner Meinung nach darum, ja, du verdienst halt einfach kein Geld. Mit dem Zweitkanal hat er halt kein Geld verdient. Der war nicht monetisiert, hat halt einfach keinen Vorteil dazu gehabt, außer dass er halt Leute aufklärt. Ja, wurde halt wieder Bockmist gelabert. Hat Leute aufgeklärt, was jetzt halt, finde ich, nichts Schlimmes. Und meiner Meinung nach hat YouTube einfach mit der Sperrung einfach komplett überreagiert. Eventuell hätte man sagen können, okay, die Strikes gehen ein bisschen länger oder so, aber einfach komplett alles runternehmen, das ist schon hart. Das ist überreagiert. So, jetzt kommt der größte Gag dahinter. YouTube hat 8 Monate gebraucht, um zu verstehen, dass Mimi und Mimi 2 zusammengehören, dass da dieselbe Person dahinter steckt. Das ist auch der Hauptgrund, ja, das ist auch der Grund, warum viele denken, dass halt entweder Leon Mascher oder Upward dahinter stecken, weil die ja, weil jetzt diese beiden halt, ja, die Hauptziele der Videos waren von Mimi. Sei es jetzt die Payback oder halt die andere Sache. Ich bin mir nicht so sicher, ob ich das halt wirklich aussprechen sollte, ob ich dann halt Ärger kriege, aber es ist ja alles verlinkt. Wenn ihr guckt die Videos an, dann wisst ihr, worum es geht. Aber ich nehme an, die meisten wissen eh, worum es geht, worum es sich hier handelt. So viel, ich erzähle mal kurz ein bisschen was, was passiert ist. So ganz grob. Es sind jetzt auch wieder mehrere Minuten Gelaber. Meist im Kurzfassen. Da ja Mimi jetzt halt nicht mehr auf YouTube ist, ist halt auf andere Plattformen umgestiegen. Die sind natürlich auch alle unten in der Beschreibung verlinkt, wer sie noch nicht hat. Twitch, Instagram, Twitter und so weiter. Dürft ihr alles anklicken? Müsst ihr? Macht das sofort, befehle ich euch. Okay, so viel Rede, keinen Sinn. Ich habe jetzt zu dem Modell halt relativ wenig gesagt. Vielleicht sollten wir dazu mal kurz zurückkehren und ein bisschen drüber reden. Vielleicht ist dann 50-50. Okay, kommen wir jetzt tatsächlich doch zum Modell zurück. Wir sind jetzt so ungefähr beim Kopf. Ich hoffe, ich schneide das halt halbwegs vernünftig. Aber es müsste so ungefähr klappen vom Timer her. So, ihr habt wahrscheinlich jetzt meine lustigen Versuche gesehen, da irgendwie mit den Sculptor-Tools da eine Kopfform reinzukriegen, was sich halt gar nicht so einfach darstellt. Ja. Und danach kommt halt, ja, das Kinn. Das hat mir besonders Schwierigkeiten gemacht. Den Mund habe ich dann gesagt, okay, fuck it, den male ich drauf, das funktioniert. Aber das Kinn konnte ich jetzt nicht einfach drauf machen, weil halt doch das Kinn sehr markant raussticht. Ich habe es am Ende hingekriegt, aber wie gesagt, Topologie stimmt halt gar nicht. Es gibt vernünftige Sachen, wie man das machen kann. Weiß ich jetzt auch. Ich weiß zwar noch nicht genau, wie ich das umsetze. Ich werde mir wahrscheinlich fürs nächste Modell ein paar Tutorials ansehen, wie ich halt irgendwas gesichtsmäßig hinkriege, wie ich das vernünftig topologiere. Aber es geht ja. Wenn man nicht so genau hinguckt und halt direkt unterm Kinn steht, fällt es auch gar nicht auf, dass es halt nicht so super funktioniert. Okay, für alles, was doppelt ist, wie jetzt die Augen und die Backen, habe ich einfach einen Mirror benutzt. Dann habe ich halt die Hälfte der Arbeit und das Doppelte da. Den Mirror kann ich euch generell empfehlen, wenn ihr irgendwas habt, was auch symmetrisch ist oder so. Dann braucht ihr nur eine Hälfte machen und habt das da. Das habe ich jetzt auch später dann bei der Mütze benutzt. Wie ihr dann vielleicht gesehen habt oder gleich sehen werdet. Ich bin mir echt nicht sicher, wie es jetzt beim Timing aussieht. Müssen wir schauen. Wie gesagt, Mirror, ganz praktisch. Ihr macht die Hälfte der Arbeit, habt es doppelt dann da. Okay, wichtig ist, wenn ihr jetzt den Mirror nutzt bei Sachen, die sich in der Mitte treffen, wie jetzt bei der Mütze. Wenn ihr das Modell raus exportiert, lasst den Mirror nicht drinne, applied den, merge die Mitte zusammen, die Vertices, die halt sich in der Mitte treffen, merge die. Eventuell löscht ihr noch die mittlere Edge raus, je nachdem wie eure Topologie ist, einfach um ein bisschen Polygone zu sparen und dann erst exportieren. Sonst kann es sein, dass ihr halt eine komische Kante habt, das hatte ich nämlich, ich habe es nämlich vergessen zu machen und hatte dann halt eine ganz, ganz komische Kante bei mir in der Engine drinne. In der Unreal Engine hat man es dann richtig schön gesehen, aber einmal eine harte Kante drüber. Weil der Rest war ja weich schattiert und dann einmal harte Kante durch, sah seltsam aus. Also behalte das ein bisschen im Hinterkopf. Was auch noch sehr nützlicher Modifier ist, ist halt der Skin. In Max nennt er sich Shell. Skin finde ich irgendwie ein bisschen eklig, das klingt seltsam. Aber er tut das Gleiche. Er nimmt einfach aus einer Form und macht sie dicker. Sprich, er setzt einfach nur ein zweites Modell in der gleichen Form unten drunter oder oben drüber, je nachdem, wie ihr es einstellt. Sehr praktisch, um gerade dünne Sachen herzustellen. Die sind immer ein bisschen schwierig.
Ihr macht einfach einmal eine Form, wie ihr sie haben wollt. Mit dem Skin habt ihr einfach das zweite nochmal unten drunter mit den Edges verbunden. Ich hoffe, das hat so ein bisschen Sinn gemacht. Auch hier wieder, wenn ihr die Modifier nimmt zum Exportieren, apply these. Es gibt immer ein bisschen Schwierigkeit, habe ich mitgekriegt, wenn ihr Modifier anlasst. Die funktionieren nicht unbedingt so gut. Mirror bedingt, aber der Skin, den hatte ich jetzt schon ein paar Mal, der wurde nicht richtig raus exportiert. Den also applyen, wenn ihr den exportieren wollt. Jetzt zum Beispiel für Painter oder für die Unreal Engine. Applyt einfach alles, was ihr raus exportieren wollt. Ihr könnt euch ja, wenn ihr euch nicht sicher seid, das Modell einfach verdoppeln und dann halt einfach eins applyen und eins so lassen, je nachdem, ob ihr was ändern wollt oder nicht. Um einfach die Kanten jetzt bei dem Modell ein bisschen runter zu gestalten, bin ich hingegangen, habe einfach einen Loop gezogen und habe halt einfach den Loop ein bisschen runtergezogen, dass es einfach runder erscheint. Man könnte die Sache noch beveln. Je nachdem, nach dem Modell oder wie ihr das wollt, könnt ihr das so oder so machen. Viele Wege führen nach Rom. Vielleicht sind wir jetzt ungefähr bei dem Punkt, wo ich anfange, gerade beim Kopf ein paar Sachen zu löschen. Einfach Sachen, die man nicht sieht. Da habe ich die Polygone rausgelöscht, um einfach ein paar Polygone zu sparen. Da ich mir die Mühe nicht machen möchte, da ein High-Poly und Low-Poly zu machen, mache ich ein Mid-Poly irgendwo was dazwischen, was man halt in die Engine laden kann ohne Probleme. Und einfach aus Gewohnheit lösche ich alles das raus, was man nicht sieht. Das ist immer ein guter Rat. Wenn ihr irgendwas in der Game Engine ziehen wollt, löscht die Polygone raus, die ihr nicht seht. Das ist immer ein ganz guter Tipp. Da könnt ihr einiges an ja, Arbeitsspeicher sparen. Ich hoffe, ich habe das vom Timing halbwegs richtig gemacht. Dann sollten wir jetzt so ungefähr beim Körper sein. Der gestaltet sich halt auch relativ simpel. Ich wollte ihn erst aus einer Sphäre machen, aber habe ich mir gedacht, okay, Körper ist halt doch nicht ganz so rund. Also habe ich dann ja, einen Zylinder genommen und den dann halt angepasst. Hat auch ganz gut funktioniert. Mit dem Körper habe ich jetzt keine Probleme. Der war ratzfatz da. Auch im hinteren Teil des Körpers hat mir sehr viel Spaß im Chat. War sehr lustig. Den habe ich auch professionell erstellt. Hat meinen Spaß im Chat. Generell, by the way, ich habe das komplette Modell live auf Twitch gemacht. Ihr könnt mich da auch besuchen. Ich modelliere öfters was. Wahrscheinlich jetzt auch öfters mal so kleinere Projekte, so Fanarts. So Maskottchen oder sowas wäre doch lustig. Ihr könnt ja mal vorschlagen unter dem YouTube-Video, was ich als nächstes modellieren kann, so als Fanart. Der Live-Chat hat auch schon ein bisschen was vorgeschlagen. Ist einmal das Foon von Rezo oder Schlee von Unge. Sind halt auch beide echt super niedliche Modelle. Und ich mag auch beide YouTuber gerne. Also auf jeden Fall werde ich mindestens eins von beiden noch machen. Ich weiß leider halt nicht wann, wann ich es dazwischen drücke. Momentan arbeite ich primär ja an einem Fangame von Digimon World 1 mit. Also ein ja, fangemachtes Remake. Da habe ich jetzt einen Raum, den ich erstelle. Eventuell werde ich dann noch ein paar Assets mehr zusteuern. Da arbeite ich jetzt halt primär dran. Aber so ab und zu kann man mal so ein kleines Fan-Art dazwischen drücken. Die sind halt A, echt halt auch eine super Übung und macht es halt echt Spaß, auch mal was anderes zu machen wie Möbel. Manchmal auch ein bisschen frustrierend, wenn halt was nicht so funktioniert, weil man es halt nicht weiß, wie man es umsetzen soll. Ich weiß, wie es aussieht, aber ich kriege es nicht so hin, dass es so aussieht. Wie jetzt bei dem Mund, war eine Katastrophe. Dann male ich ihn halt drauf. Apropos malen, wir sollten jetzt so ungefähr bei Substance Painter sein. Ja, das Texturieren des Modells gestaltet sich als relativ einfach. Es ist ja ein Cartoon-Charakter und es kann ja sehr schnell sehr seltsam aussehen, wenn man da zu viele Texturen drauf macht und halt zu viele Details. Wenn man nicht weiß, was man tut, sieht es halt schnell seltsam aus. Daher habe ich beschlossen, einfach nur eine Farbe drauf zu machen und die Waffe anzupassen. Ich habe es ein bisschen shiny gemacht, dass es halt mehr wie ein Plastikspielzeug aussieht. Da ich es ja nicht animieren wollte, habe ich gesagt, okay, so Spielzeug sieht auch eigentlich ganz okay aus. Das kann man irgendwo hinstellen und sieht gut aus. Ja, einige Details, wie jetzt halt den Mund, den ich mir ein paar Mal angesprochen habe, habe ich drauf gemalt. Auch den Ausschnitt, den ich halt vergessen habe zu modellieren, habe ich auch einfach drauf gemalt. Ja, das Komplexeste an dem Modell zu zeichnen war tatsächlich das Pummeluff. Das habe ich auch in Photoshop gezeichnet. Ich Dussel habe natürlich vergessen, die Szenen zu wechseln. Ihr habt nur das kleine Fenster da, wo ihr seht, was ich mache. Aber wie gesagt, es ging ja relativ zügig zu zeichnen. Und das habe ich dann einfach als Stempel genutzt und einfach vorne drauf gedrückt. Fertig. Und ganz zum Schluss habe ich einfach über das komplette Modell einfach nochmal die Ambient Occlusion über einen Multiplier drüber gelegt, um einfach die Schatten nochmal ein bisschen hervorzuheben. Ich finde, gerade bei so Cartoon-Charakteren kommt es immer ganz gut, wenn halt die Schatten nochmal ein bisschen stärker sind. Das gibt dem so das gewisse Extra. Und dann einfach nur noch alles exportieren und in Unreal importieren. Und wir sind fertig fürs Fotoshooting. So, jetzt gibt es nur noch zwei Sachen zu klären. Einmal vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Danke fürs Zuhören. Und zum einen eine kleine Eigenwerbung. Oder ja, Werbung in eigener Sache. Ich bin ja bei Gemeinsam YouTube. Ist halt eine kleine Community von YouTubern für YouTuber. Und wir haben ganz, ganz neu ein Forum. Vielmehr, ich habe ein Forum erstellt, wo man sich halt als kleiner YouTuber treffen kann, um sich gegenseitig zu unterstützen. Das habe ich auch unten in die Beschreibung verlinkt. Da darf sich jeder anmelden, der Lust hat, der halt selber Videos macht oder machen möchte. Da kann man sich halt austauschen, informieren und so weiter.
Vielleicht sieht man sich ja mal da. Dann auf Wiedersehen und einen schönen Tag noch.